Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 04 Leverkusen gegen Schalke 04. Endstand 2:1 und ich begrüße die beiden Cheftrainer, den Gästetrainer Dimitrios Gramotzis und Hannes Wolf für Bayern 04. Ich darf wie immer zunächst den Gast bitten um seinen Kommentar zum Spiel. Herr Gramotzis, bitte. Ja, Dankeschön, Glück auf und hallo erstmal. Ja, ist natürlich heute leider vom Ergebnis her vielleicht nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber die Art und Weise, wie wir uns heute präsentiert haben, wie die Jungs auch wieder gefightet haben bis zum letzten Moment, um auch noch was Zählbares hier mitzunehmen gegen einen sehr guten Gegner, bei dem wir natürlich wussten, dass er von der Qualität her sehr gut besetzt ist, auch jetzt mit dem Trainerwechsel, auch wussten, dass die Mannschaft gut eingestellt wird, war es nicht einfach, aber ich fand, dass wir da sehr gut nicht nur mitgehalten haben, sondern dem Gegner auch Paroli geboten haben. Was ein bisschen schade ist, dass wir immer so in Zeitpunkten die Gegentore bekommen, wo wir denken, wir sind wieder gut im Spiel drin und waren nah dran. Aber was, denke ich, auch wieder ein sehr guter Schritt nach vorne war, dass wir auch nach den Gegentreffern nicht aufgehört haben und nicht gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf, sondern die Jungs wollten wirklich bis zum Schluss alles reinhauen. Das haben sie gemacht. Ich finde, wir waren als Team auf dem Platz. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für mich. Wir hatten eine gute Präsenz, eine gute Zweikampfquote, was, denke ich, auch ein wichtiger Faktor für unsere Art und Weise sein soll. Und wir müssen einfach jetzt weitermachen. Und heute, glaube ich, ist das Gefühl, was die Art und Weise gut geht. Natürlich sind wir vom Ergebnis her unzufrieden, aber es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und nun zu dir, Hannes, dein Kommentar. Ja, hallo zusammen. Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich über den Sieg, weil das ist das, worum es am Ende geht. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass es jetzt nicht einfach war, auch für die Spieler in der Länderspielpause anzufangen. Viele Spieler sind noch nicht da. Wir haben sie schon auch gefordert mit dem, was wir gemacht haben. Und ich fand, von der Struktur waren wir gut, haben nicht viel zugelassen. Und waren auf dem Weg nach vorne, haben wir eigentlich ein paar gute Momente. Dann fehlt vielleicht manchmal ein bisschen die offensive Leichtigkeit, dass wir mehr Chancen haben. Wir waren natürlich heute extrem effektiv. Dann mit dem 2:1 wird das Spiel nochmal eng, aber das ist dann auch Fußball. Es ist mental auch nicht einfach, weil wir, Schalke hat nicht mehr viel zu verlieren. Bei uns ist es anders in diesem Spiel. Auch mental ist das nicht leicht und war dann auch sehr zufrieden, dass wir nach dem 2:1 nichts mehr zugelassen haben, Schalke keinen Abschluss mehr hatte. Und deswegen nehmen wir diesen Sieg als Rückenwind für das, was jetzt kommt, haben eine lange Woche auf Hoffenheim und können dann, ja, können weiterarbeiten, können mit den Jungs arbeiten, die Energie sammeln, aufbauen und dann nächsten Montag nachlegen. Dankeschön, Hannes Wolf. Und nun zu Ihren Fragen. Bitteschön. Philipp Ahrens von der Bild-Zeitung. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Wolf, der Sven Bender hat der Mannschaft, wie wir oben finden, sehr, sehr viel Stabilität gegeben. Sie haben ja gestern gesagt, Sie kennen ihn ja jetzt fast gefühlt 100 Jahre. Wie haben Sie das erlebt, auch in der Kommunikation auf dem Platz? Man hat das also bis hier oben gehört. Also die Mannschaft hat sehr viel untereinander gesprochen, was vor Ihnen in den letzten Spielen nicht so war. Danke. Ja, Sven hat das auf jeden Fall in die Hand genommen. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt nur Sven gesprochen hat, sondern ich finde, alle haben Verantwortung übernommen, gerade da hinten. Und ja, Sven ist jemand, der da Autorität hat. Auch Lukas hinten im Tor hat natürlich eine Autorität. Und deswegen ist diese Lautstärke, wenn die Zuschauer nicht da sind gerade, dass man sich diese Energie auch gegenseitig gibt, sich gegenseitig unterstützt, ganz, ganz entscheidend und glaube, dass wir insgesamt defensiv sehr stabil waren. Weitere Fragen? Manni Hendriok. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Herr Gramotzis, Sie haben gerade gesagt, Sie waren heute als Team auf dem Platz, kann man unterstreichen. Inwiefern ist das im Zusammenhang zu sehen, auch mit den Maßnahmen, die Sie vor dem Spiel getroffen haben und die natürlich vor dem Spiel für Aufregung gesorgt haben, um Mustafi, um William? Am Donnerstag sagten Sie bei William noch, da bleibt nichts zurück, die Sache ist erledigt und jetzt heute war er aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. Ja, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Es ging darum, dass wir intern die Sache geklärt haben und unsere Maßnahmen ergriffen haben für das Spiel jetzt gegen Leverkusen.
Und darin war auch beinhaltet, dass der William bei diesem Spiel nicht dabei ist. Wir versuchen auf jeden Fall immer die bestmöglichen Kader oder Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und da sind es einfach auch dann die sportlichen Gründe. Wir haben uns für einen Kader entschieden, wie wir heute hier aufgetreten sind. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, auch gerechtfertigt wurde in dieser Konstellation. Ich habe natürlich eben vergessen, weil das auch ein ungewohntes Bild ist, dass man auch mal wieder zusammen auf dem Podium sitzt, auch Leverkusen für den Sieg zu gratulieren. Habe ich eben vergessen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Nächste Frage, Frank Nägele. Ich habe eine Frage an Hannes Wolf. Sehr spektakulär war zu Spielbeginn Ihre Bank, die Reservebank, welche Spieler da saßen. Solche Spieler sieht man da selten sitzen. Sie haben das ja so in etwa schon ein bisschen angekündigt. Wie viel hat das mit Länderspielpause, Kennenlernen zu tun, aber wie viel auch mit der Ausrichtung, die Sie Ihrer Mannschaft geben wollten? Nein, das hat wirklich viel damit zu tun, weil wenn wir Patrick Schick nehmen, der dann ein Länderspiel macht, dann kommt er 2 Tage zurück, dann macht er noch ein Länderspiel. Oder auch Flo, der hat heute ein super Spiel gemacht nach der Einwechslung, Flo wird's. Aber er hat das erste Mal den Input der Nationalmannschaft bekommen. Und das hat natürlich damit zu tun, es hat auch damit zu tun, dass du ja ab der 70. Minute, 65. Minute nachlegen musst. Wir haben gesagt, wir sind nicht 11 Spieler, sondern das ist ein super Kader, den wir hier haben. Und das wünsche ich mir, egal wie rum wir es machen, immer, dass von draußen Qualität, Intensität, Wille kommt, wenn alle ein bisschen müde werden und die Jungs sind frisch. Und ich denke, das Tor von Flo und Patrick hat das ja auch bestätigt. Wenn wir es andersrum gemacht hätten, hätten wir auch sehr gute Spieler auf der Bank gehabt übrigens. Weitere Fragen? Nochmal Herr Hendriok. Dann kommen wir jetzt mal zum positiven Gramozis. Das Debüt von Klaas-Jan Huntelaar. Er hat ja nicht nur das Tor geschossen. Können Sie ein paar Worte dazu sagen? Ja, ich denke, dass der Klaas heute alleine schon aufgrund seiner Präsenz den Spielern auch wieder positives Erlebnis mitgegeben hat. Man sieht einfach, welche Ausstrahlung er einfach auf dem Platz mitbringt, wie er auch seine Mitspieler immer versucht, auch in Aktion zu bringen und selber natürlich, wenn er in der Box ist, wo er sich sehr, sehr heimisch fühlt, da braucht er halt nicht so viele Chancen. Es ist einfach schade, dass dann auch dass eine Abseitstor zurückgepfiffen wurde, dann wäre er vielleicht heute sogar mit einem Doppelpack nach Hause gefahren. Aber für mich war wichtig, dass er stabil war, auch was das Körperliche angeht und dass er keinen Rückschlag erlitten hat. Und es zeigt einfach, welche Mentalität er hat, dass er 90 Minuten auf Platz stand und nicht auch ausgewechselt werden wollte. Philipp Ahrens. Schalke schießt Mittelstürmertore, Leverkusen schießt 2 Mittelstürmertore. Herr Wolf, wie wichtig ist das gerade für Sie, mit Alario und Schick 2 solche Stürmer auf Augenhöhe zu haben, auch für den Konkurrenzkampf? Ja, sehr wichtig. Und das gilt ja bei uns auf vielen Positionen, dass da gute Jungs sind. Konkurrenzkampf weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir im Moment jeder in Konkurrenz mit sich selbst tritt und versucht, der Beste zu sein, der er sein kann. Also ich finde nicht, dass Patrick und Lukas jetzt gerade gegeneinander konkurrieren müssen, sondern wir brauchen jetzt beide nochmal in ihrer allerbesten Verfassung. Und da weiß man, wie das bei Stürmern ist. Wenn man ein Tor schießt, ist das leichter, in diese Verfassung zu kommen. Das gibt Vertrauen. Das Tor haben sie beide gemacht. Ich möchte jetzt nicht, dass sie gegeneinander konkurrieren, sondern sollen alle mit sich selbst konkurrieren und nochmal ihr Bestes zeigen. Gibt es weitere Fragen? Herr Hendriok. Sagen wir jetzt nochmal zum Debüt von Mehmet Aydin, A-Jugendspieler nach Çalhanoğlu, der 2. A-Jugendspieler. Wie haben Sie ihn gesehen? Und was hat für ihn gesprochen, dass er gespielt hat? Ja, wir haben Memo in den letzten Tagen schon auf diese Rolle vorbereitet heute. Ich habe schon mehrfach betont, dass wir auch die jungen Spieler, die aus der knappen Schmiede kommen, in der wir wirklich hochinteressante Jungs haben, die auch top vorbereitet werden auf dem Bereich Profifußball, dass wir da immer wieder gerne zurückgreifen möchten. Und der Memo hat diesen Einsatz heute nicht geschenkt bekommen, sondern er hat sich den hart erarbeitet, auch in dieser Länderspielpause. Er hat uns einfach gezeigt, dass er unbedingt diese Chance wahrnehmen möchte. Und ich finde auch, dass er heute für seinen ersten Einsatz überhaupt nicht nervös war. Er hat, finde ich, die Zweikämpfe angenommen
hat auch taktisch über weite Strecken gut agiert und hat immer wieder auch Impulse nach vorne setzen können. Und seine Energie auch in den Zweikämpfen war auch wichtig, damit wir auch in viele Zweikämpfe reinkommen. Und deshalb kann man, denke ich, vom gelungenen Debüt sprechen. Nächste Frage von Jörg Stoschein. Bitte, Jörg. Herr Wolf, schönen guten Tag. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Meine Frage wäre, inwieweit sind Sie denn zufrieden mit der spielerischen Leistung Ihrer Mannschaft? Von der Tribüne aus wirkte es doch so ein bisschen fehlerbehaftet. Oft sehr hektisch, viele Ballverluste, wo man so dachte, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wie haben Sie es wahrgenommen? Ja, wir haben eigentlich in manchen Phasen fand ich es echt gut. Da hat so ein bisschen dann die letzte Beschleunigung vorne rein gefehlt, auch vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben ein, zwei Ballverluste hinten. Die anderen sind dann im Spiel nach vorne, das passiert dann mal. Das geht mit Sicherheit noch flüssiger und noch runder und mit einer gewissen Leichtigkeit, aber das sind Dinge, die muss man sich erarbeiten. Und erst die Basics und dann kommt nochmal das Spielerische obendrauf. Wir arbeiten ganz, ganz viel an diesen Themen. Die Jungs können das auch. Und ja, deswegen, wir wissen schon, dass das noch ein bisschen flüssiger geht. Aber ich fand es in vielen Momenten okay. Wir können und sollten uns in Zukunft etwas mehr torgefährliche Situationen erarbeiten. Ich schaue in die Runde. Ich habe keine weiteren. Doch, Nikolai Huland meldet sich. Ja, guten Tag, auch Herr Wolf, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich wollte mal fragen, Sven Bender hat gesagt, für einen Trainer ist das erste Spiel auch immer was ganz Besonderes. Wie war es jetzt für Sie, wieder in der Bundesliga in der Seitenlinie zu stehen und wie erleichtert es Ihnen, dass es dann auch geklappt hat? Ja, da hat der Sven recht. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, eine besondere Aufgabe, die wir hier bekommen haben im Team. Sind hier super aufgenommen worden von den Mitarbeitern, Teamanalyse, Athletik, Medizin mit Miguel Moreira und Peter Herrmann. Geht das Hand in Hand? Das macht wahnsinnig viel Spaß, auch mit den Spielern. Und natürlich ist es ein Bundesligaspiel. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe immer Bundesliga geguckt, seit ich mich erinnern kann. Und es ist ja schon ein bisschen her, dass wir in der ersten Bundesliga unterwegs waren. Und deswegen was ganz Besonderes, eine besondere Aufgabe und sehr, sehr schön zu gewinnen. Hat der Sven recht, das hat er gut erkannt. Herr Hendriok, Sie hatten noch ein Anliegen. Die letzte Frage dann von mir, Herr Gramotzis. Bei Mustafi nochmal zusammengefasst, es hat aber nur damit zu tun, dass er in der Länderspielpause schlecht trainiert hat, oder ist da noch irgendetwas anderes vorgefallen? Die Jungs, die heute dabei waren, haben sich angeboten für das Spiel heute und wir haben den Kader dementsprechend zusammengestellt und das ist aber nur der Kader jetzt für das heutige Spiel gewesen. Ab morgen, übermorgen spätestens oder Anfang der Woche eher gesagt, wenn die Vorbereitung auf Augsburg losgeht, kann sich jeder wieder für den Kader empfehlen. So, ich schaue noch einmal prüfend. Jetzt habe ich wirklich keine Fragen mehr. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, bei unseren Gästen natürlich auch. Und ich wünsche Ihnen allen frohe und vor allen Dingen gesunde Ostertage. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut wieder zu Hause an. Bis dahin, zum nächsten Mal. Ciao.